Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie des DSC Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC in der ausverkauften Schükau Arena. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich und natürlich auch unseren Gästetrainer Felix Magath sowie unseren Cheftrainer Marco Kostmann. Und ich bitte Herrn Magath um seinen Kommentar. Ja, ich denke, wir haben hier ein typisches Abstiegsduell gesehen. Es war ein Kampfspiel von Beginn bis zum Ende und ich glaube, wir haben das über weite Strecken doch gut kontrolliert. Arminia hatte nicht so viele Möglichkeiten, ab und zu mal eine, aber größtenteils konnten wir unseren Strafraum sauber halten, bis halt auf die letzten Minuten, wo wir dann richtig unter Druck geraten sind. Und ja, es ist halt typisch für so eine Partie. Das Publikum kommt nochmal und pusht die Mannschaft nach vorne und alles wird nach vorne geworfen. Und mit großem Enthusiasmus und mit Einsatz hat dann Arminia auch, denke ich, einen gerechten Endstand erzielt. Insofern, sagen wir mal, war das für mich typisch und ich bin zufrieden mit unserer Leistung insgesamt. Und ja, jetzt geht's halt nochmal zwei Spiele weiter. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Magath. Marco, dein Kommentar bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich sehe es in weiten Teilen genauso. Das war das Spiel, wie wir es uns auch vorgestellt haben, wie wir es nicht ausgemalt haben, aber zumindest haben wir es das so vorgestellt, dass es zäh wird, dass wir Geduld haben müssen. Wir wollten nicht von Anfang an draufrennen und sofort Druck machen. Damit haben wir keine so guten Erfahrungen gemacht, sondern wir haben versucht, Ballkontrolle zu bekommen und wir haben versucht, über Passspiel unsere Lücken zu finden. Weil wir vorne auch mit Burak und Gonzalo Castro zwei Spieler hatten, die jetzt keine Kopfballmonster sind, haben wir versucht, über das Passspiel, über die Seite durchzukommen oder eine Seitenverlagerung über die Mitte hinzubekommen. Das ist uns auch in weiten Teilen gelungen. Sehr ärgerlich das Gegentor, Standardsituation, wo es auch eine klare Zuteilung gibt, wo wir dann auch uns natürlich untereinander helfen wollen. Ja, und dann reicht eben so ein Meter bei so einer Flanke, um einen Vorteil zu haben. Und dann kriegt man so ein Gegentor rein, sehr ärgerlich. Dann hat sich die Mannschaft aber wirklich nochmal aufgebäumt und hat mit aller Macht versucht, mindestens einen Punkt zu holen. Das ist uns dann gelungen. Und danach, mit dem letzten Angriff, haben wir sogar noch die Möglichkeit, wenn wir es ein bisschen ruhiger ausspielen, vielleicht nochmal in die Mitte spielen, eine größere Möglichkeit zu bekommen auf ein Tor. Das wäre dann die Krönung gewesen und das hätte sich das Publikum auch verdient, weil sie uns angefeuert haben, uns getragen haben, auch zu diesem Punkt. Und damit bin ich erstmal mit dem Engagement und mit dem, was wir uns vorgenommen haben, zufrieden. Sehr ärgerlich halt mit so einem Gegentor, weil ansonsten wäre es das gewesen, was wir uns vorgestellt hatten. Vielen Dank, Marco. Jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen. Ich bitte um ein Handzeichen. Hier vorne in der ersten Reihe geht es direkt los. Ja, hallo. Lamprecht von der Bild-Zeitung Berlin. Herr Magath, in der 88. Minute sind zwei Hertha-Spieler allein aufs Tor zugerannt, Luca Wollschläger und Maxi Mittelstädt. Es wurde sehr leichtfertig vergeben. Das war ja schon quasi ein kleiner Matchball. Wie bewerten Sie die Szene? Ja gut, wie soll ich das bewerten? Es ist überraschend, ja, dass man in so einer Situation auf die Idee kommt, den Ball nochmal quer zu passen. Aber der Spieler hat halt diese Entscheidung getroffen und damit müssen dann jetzt alle leben. Eine Nachfrage hier gerne noch direkt. Nachfrage, meinen Sie den Maxi Mittelstädt, der dann, es wurde ja zweimal quergelegt. Einmal von Luca Wollschläger wurde nach links gelegt, wo man denkt, jetzt schießt er. Und dann wurde nochmal von Mittelstädt quergelegt. Den zweiten Querpass, meinen Sie? Ja, ich denke, von meiner Position aus sah es so aus, als wäre das ein guter Pass gewesen von Wollschläger zu Maxi. Und ich dachte dann, dass Maxi den versenkt. Vorne bitte. Inga Bördeling von der Berliner Morgenpost. Anschlussfrage daran, Luca Wollschläger saß gerade nach Abpfiff ziemlich bedröppelt im Mittelkreis. Wie baut man so einen Jungen jetzt nach sowas wieder auf? Ich habe keine Ahnung, warum er bedröppelt sein soll. Ich finde, der hat dafür, dass er
in seinen jungen Jahren jetzt das erste Mal ein Bundesligaspiel mitgemacht hat. Und da hat er erst seit ein paar Tagen bei uns trainiert, also war noch nie oft im Training drin. Hat er aus meiner Sicht eine klasse Partie gemacht. Also er hat alles gemacht, was ich mir gewünscht habe. Ein Tor hätte ich ihm auch gegönnt, aber seine Leistung, mit der war ich aber sowas wie zufrieden, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne ganz links. Ein bisschen warten bitte, bis das Mikrofon da ist. Hallo, ich bin Uli Hartmann von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kostmann, wie bewerten Sie jetzt die Konstellation im Tabellenkeller? Es sind 2 Punkte bis zum VfB Stuttgart und Sie haben am Freitagabend ein Auswärtsspiel in Bochum. Welche Chancen sehen Sie jetzt noch für Ihre Mannschaft? Wir sind zwei Spieltage vor Schluss noch in der Lage, die erste Bundesliga zu halten als Arminia Bielefeld. Das bewerte ich erstmal als gut und das nimmt die Mannschaft jetzt auch mit. Und wir können am Freitagabend in Bochum vorlegen und da bereiten wir uns vor. Und dafür war das natürlich wichtig, heute noch dieses Tor zu erzwingen und diese Euphorie aus dem Stadion, die dann mit dem Tor da war, nochmal fürs Selbstvertrauen der Spieler, damit wir auch diese Überzeugung kriegen, dass wir am Freitag in Bochum auch mit der gleichen Durchschlagskraft, wie wir das Tor gemacht haben, mehrere Chancen bekommen. Und das ist das, worauf ich die Mannschaft jetzt vorbereiten werde. Hier vorne geht es nochmal weiter für die Bild aus Berlin. Herr Magath, Hertha war eine ganze Weile heute gefühlt schon gerettet. Stuttgart lag hinten, Hertha war in Front. Am Ende hat es sich dann noch mal ein bisschen überschlagen. Jetzt spielt man unentschieden, Stuttgart macht den Ausgleich. Jetzt haben Sie noch 2 Spiele. Was macht das so mit Ihrem Seelenleben? Sie sind ja abgezockt, kennen alle Situationen. Haben Sie zwischenzeitlich schon mal gejubelt oder auf was muss man sich die nächsten 2 Spiele noch einstellen? Wie hoch ist der Druck? Schauen Sie, ich habe diesen Job hier bei Hertha übernommen. Und als ich den übernommen hatte, war ich mir sicher, wir spielen in der Relegation gegen den HSV. Und darauf... Also arbeite ich nie hin, sondern würde mich nicht überraschen, wenn es zu dieser Konstellation käme. Die nächste Frage kommt von Jan Ahlers für die Neue Westfälische. Ja, Marco, auch heute gab es wieder eine Szene mit dem Videoassistenten, wo Dennis Aitekin dann rausgegangen ist, nachdem Joachim Nilsson, glaube ich, 1 oder sogar 2 kleine Tritte bekommen hatte beim Hineinlaufen in den 5-Meter-Raum. Hattest du auch schon Möglichkeit, dir die Szene dort am Seitenrand anzugucken und könntest uns sagen, wie du das bewertet hast, ob es da einen Strafstoß für Arminia hätte geben müssen? Wir haben es ein paar Mal in dieser Saison schon gehabt. Ja, ich habe die Szene gesehen. Ob das jetzt eine 50-50-Situation ist, weiß ich gar nicht. So genau habe ich da jetzt nicht drauf geguckt, weil es auch jetzt nichts mehr nützt. Ja, wir hatten heute einen sehr guten Schiedsrichter. Ich glaube, das Beste, was wir im Moment in der Bundesliga zu bieten haben, war bei diesem Spiel. Da bin ich erstmal sehr froh drum. Und wenn er das so bewertet hat, dann gehe ich davon aus, dass es keine strafstoßwürdige Situation war. In der Vergangenheit waren deutlich klarere Situationen, die gegen uns gelaufen sind. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise. Viel Erfolg an den letzten beiden Spieltagen. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Dankeschön.